Herzlich willkommen zum Neumond-Horoskop. Heute am 6.6. haben sich Sonne und Mond getroffen und zwar im Zeichen Zwilling und es ist ein explosiver Tag, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also schreib es mir gleich mal gerne in die Kommentare rein, wie bei dir der Tag so läuft, aber der Neumond hält einfach einige spannende Konstellationen bereit und es ist eine sehr plutonische Zeit, das heißt eine Zeit der Transformation, eine Zeit des der Häutung eigentlich, kann man sagen, und mit Saturn auch eine gewisse Frustrationszeit. Aber schauen wir es uns einfach mal an. Grundsätzlich, die Sonne steht im Zwillingszeichen, da geht es viel um Kommunikation, um Gedanken, da will sich viel bewegen, da will sich viel lösen. Das ist also eine sehr luftige Zeit, eigentlich eine sehr schöne Zeit. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Venus auch in Konjunktion zu Mond und Sonne im Zwilling steht. Und eine Venus in Sonne und Zwilling ist natürlich eine sehr offene, flirtende Energie. Ja, also da möchte man vielleicht ein bisschen den Charme spielen lassen, ein bisschen mit dem anderen Geschlecht wieder sich anbahnen oder vielleicht ein paar Komplimente ernten. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Zeit und eigentlich was, wo man sagt, okay, da kommt ein Monat auf uns zu, passt ja jetzt dann auch vielleicht zum schönen Wetter, wo man wieder offener ist, wo man mehr auf andere zugehen will, wo man vielleicht auch neue Kontakte, neue Beziehungen sucht. Aber nicht nur im Romantischen, sondern vielleicht auch eben im Geschäftlichen oder auch im Bereich der Gedanken oder auch der Sinnsuche. Also wirklich so einen neuen Sinn suchen, mit was fühle ich mich denn wohl, wo möchte ich denn eigentlich mich hinbewegen. Und da diese Tendenzen der Sinnsuche werden noch unterstützt mit einem Merkur, der auch jetzt in seinem in seinem Heimathaus steht, eben im Zwilling. Und dieser Merkur hat jetzt dann eine Konjunktion mit dem Jupiter ebenfalls im Zwilling. Und Merkur ist ja eben der Händler und Jupiter ist so das Glück. Also da könnten sich glückliche Geschäfte anbahnen, aber es kann eben auch sein, dass man übertreibt oder auch mit Glücksspiel ein bisschen aufpassen sollte. Ja, also nicht sich irgendwie zu irgendwas verleiten lassen oder sehr riskante Geschäfte, weil man glaubt, ja, High Risk und High Rolling und dann volle Profite einfahren. Also da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu überschwänglich wird im Geschäftsbereich beziehungsweise auch zu sehr vielleicht einmal sich auch verausgabt, ja, auch auf der finanziellen Art und Weise. Aber das sind eigentlich alles Zeichen. Das heißt, wir haben fünf Planeten im Zeichen Zwilling stehen. Ne? Und ja, der Zwilling ist ja natürlich, wie gesagt, Luft ist Kommunikation, ist eine sehr bewegliche Zeit, grundsätzlich mal. Aber zu dieser ganzen Beweglichkeit haben wir natürlich einige Spannungen und ich fange mal mit dem Saturn an, denn der Saturn steht ja im Fischezeichen, wie man hier noch sieht, und der macht uns da ein paar Quadrate hin, nämlich wirklich auf Sonne, Mond und Venus. Und Saturn ist ja die innere Struktur, das heißt, vielleicht wirst du Spannungen merken, was deinem inneren Bild, deiner inneren Wirklichkeit widerspricht oder wo du sagst, na, das geht mit mir nicht zusammen. Also da klingt was vielleicht gut im Außen, aber das fühlt sich innerlich nicht stimmig an. Das heißt, dass du wirklich innen und außen so Diskrepanzen bekommst, da ist diese Saturn-Spannung drinnen. Es könnte auch sein, dass du das Gefühl hast, du möchtest unbedingt über deinen Schatten hinausspringen und hast aber das Gefühl, ich stecke fest und komme da nicht wirklich weiter. Und da kleine Info in eigener Sache, lade ich dich natürlich gerne ein zu meinem Workshop am 23. Juni in Linz. Toxische Muster erkennen und lösen bei sich selber, bei anderen und natürlich auch auf dieser Ebene, auf dieser karmischen Ebene, da komme ich gleich dazu, kannst du die auch sehr gut transformieren. Ist eine super Zeit eigentlich auch für diesen Workshop. Also melde dich gerne noch an. Infos findest du in der Beschreibung des Videos. Aber wir haben, wie gesagt, dieses Saturn in Fische ist wirklich so dieses im Inneren Regeln, im Inneren Struktur finden, im Inneren Klarheit finden. Und das ist natürlich, wenn nach außen alles geht, in eine gewisse, ja,
Ich möchte jetzt nicht sagen, Wischiwaschi-Zeit, aber in eine Zeit, wo viele Informationen auf einen reinprasseln, wo viel Flirt in der Luft liegt, viele Gefühle vielleicht in der Luft liegen, viele Pheromone in der Luft liegen, dann ist dieser Saturn das Regulativ. Und wenn du das Gefühl hast, du lernst wen kennen, wo alles super cool ausschaut und super wirkt, aber du hast kein gutes Gefühl, dann hör auf dieses Gefühl. Denn der Saturn ist dann auch so ein bisschen der Bremser, der dich da ermahnt, bitte den Kopf in den Wolken zu haben, aber die Beine konkret auf der Erde. Und das ist eine eindeutige Warnung dieser Saturn-Quadrate, die da wirken werden jetzt bis eigentlich so Anfang Juli auch. Ja. Dann haben wir den Pluto. Pluto, wie gesagt, der Häuter, der Transformator, Stirb- und Werde-Planet. Und dieser Pluto hat jetzt wirklich einige heftige Konstellationen parat für Sonne, für Mond und für die Venus. Die sind ja da zusammen auf einem Backerl und haben ein anderthalb Quadrat. Und anderthalb Quadrat ist immer so eine Frustrationsgeschichte auch. Also das ist immer so etwas, wo was blockiert, wo etwas mit Frust verbunden ist. Und Transformation mit Frust kann eigentlich nur heißen, es kann zu Enttäuschungen kommen, zu plötzlichen Enttäuschungen. Pluto steht im Wassermann, das ist immer so das überraschende Element. Und es kann eben zu Enttäuschungen kommen. Und wenn man sich den Pluto dann jetzt nochmal anschaut, dann ist das einfach wirklich so dieses frappante, sich wechselnde und halt auf einer sehr harten Ebene auch die Enttäuschung, die da kommt. Also da kann man wirklich, da kann man einem wirklich, also da kann es einem wirklich so vor den Kopf knallen, wenn man sagt, okay, da gibt es eigentlich das Potenzial zu sagen, okay, alles, wo man sich etwas eingebildet hat, auch eben beziehungstechnisch, flirttechnisch, da kann es auch relativ schnell wieder zu einer Enttäuschung kommen, beziehungsweise zu einem schnellen Wechsel. Das ist auch so die Affäre, der Seitensprung. Das ist eine Zeit, die ist da sehr prädestiniert für diese Energien. Ja? Also da bitte auch ganz klar, wenn du in einer Partnerschaft bist, sei da offen, sei da bewusst, sei da ehrlich und sei der Partner oder die Partnerin, die du selber haben möchtest. Das ist vielleicht da ein ganz guter Rat. Das, was dieser Pluto auch noch macht, neben diesen, als wäre es noch nicht genug, ne, haben wir noch Trigone, und Trigone sind ja an sich nicht so schlecht. Das heißt, er macht ein Trigon zu Merkur und auch zu Jupiter. Die sind ja in der Konjunktion, habe ich schon gesagt. Geschäfte, ein bisschen vielleicht auch gutes Händchen in Geschäften. Und dieser Pluto sagt da auch noch einmal, neue Möglichkeiten tun sich auf, wenn du hart arbeitest und wenn du klar bei dir bist. Das heißt, Fleiß, ohne Fleiß kein Preis, wäre ein gutes Zeichen. Aber da kannst du dich einsetzen und da können sich auch neue Möglichkeiten auch im Berufsfeld ergeben, also in deiner Tätigkeit, in dem, was du machst, in vielleicht gute Geschäfte, auch im Handel, wenn du tätig bist. Also da können sich wirklich gute Sachen ergeben, wenn du dranbleibst, wenn du fleißig bist. Also das ist da sicher ein Aufruf zu mehr Beharrlichkeit und dran zu bleiben am Ball. Und last but not least macht Pluto noch eine etwas bedenklichere Konstellation, und zwar ein Quadrat zum Mars in Widder. Und ja, Pluto-Mars-Quadrat ist Gewalt. Pluto-Mars-Quadrat ist immer eine gewisse Eskalation. Und Pluto will vernichten, das ist einfach so. Und Mars will auch immer seinen Schädel durchsetzen. Also stell dir mal Vernichtung plus Energie vor. Da kommt eine Dynamik rein. Und der Widder steht im Zeichen, also der Pardon, der Mars steht in seinem Zeichen Widder. Das heißt, er ist eh sehr, sehr geladen, sehr dynamisch, also viel, viel Kraft, viel Energie. Und Pluto steht im Wassermann. Also das ist auch so diese plötzliche Macht, Machtumschwünge, die sich plötzlich ergeben können, politische Wechsel, die sich ergeben können und natürlich auch im Kriegsgeschehen ganz plötzliche Eskalationen, neue Herde, die sich auftun. Also das ist da schon sehr möglich, das nächste Monat. Natürlich da auch aufpassen, bitte bei persönlichen Streits, sei nicht beharrlich, beharre nicht darauf, Recht zu haben oder ja, du bist im Recht und der andere ist immer doof. Nein, es sind immer zwei Pole, zwei Wahrheiten mindestens beteiligt, und
diese Konstellation lädt dazu ein, bedächtiger zu sein und dich wieder mehr mit dir selber zu beschäftigen und klar zu schauen, wofür setzt du dich ein, wofür, was ist auch ein guter Kampf für dich, und dass Aggression natürlich niemals ein Mittel sein darf oder sein sollte, um deine Agenda durchzusetzen. Aber da neigt man dann schon zu einer gewissen Brutalität, einer gewissen Aggression. Also das ist durchaus eine sehr, sehr geladene Konstellation. Ne? Was das alles abmildert, ohne da jetzt immer den Teufel an die Wand malen zu wollen, da in meinen Prognosen, den ich versuche möglichst klein zu malen, ist natürlich ein Sextil zwischen Neptun und Jupiter. Und das ist ja natürlich schon Glück. Ja? Also dieser Neptun nähert sich ja jetzt auch dem Widderzeichen, also der war jetzt lange im Fischezeichen, und der Neptun nähert sich ja jetzt diesem Widderzeichen, das heißt eben diesem Kriegszeichen, ja? Also Mars, der Kriegsgott. Und der macht mit dem Jupiter so im Zwilling eben so eine sehr vorteilhafte Konstellation, eine Glückskonstellation hin. Und das ist auch ein Zeichen, dass man sagt, ja, eben so diese Geschäfte, das kann auch sehr gut gehen. Da kann sich auch wirklich etwas fügen, was super zu dir passt. Ja. Und da kann auch dann natürlich, egal wie dramatisch alles ausschaut, es ein Happy End geben. Und ich denke, dass dieser Neptun, und damit möchte ich heute auch abschließen, dass dieser Neptun wirklich ein Fan von glücklichen Enden ist und dass man sagt, okay, da geht etwas immer gut aus und da fügt sich etwas, ohne dass wir mit unserem Zwutschgerlhirn uns das oft vorstellen können, mit unserem zutiefst menschlichen Zweifeln, Emotionen, alles, was da mitspielt. Neptun ist so das Prinzip des Jenseitigen und des Gefühls, dass alles eins ist und alles gut wird. Und mit Jupiter zusammen ist das eben noch einmal so diese Manifestation des Friedens eigentlich auch. Also egal wie dramatisch das ist, auch diese Konstellation ist vorhanden. Das heißt, wir haben diese Pole, auf der einen Seite diese Aufbäumen der Aggression, auf der anderen Seite auch dieser Frieden, ja, der da sein kann, die gute Möglichkeit zu Geschäften und natürlich dann auch diese persönliche Transformation, die sich im Umfeld, in Beziehungen abspielen kann, die sich in deinen Gedanken und Gefühlen abspielen kann, wo man wirklich sagt, okay, da kann sich schneller mal was ändern, da kann man auch schneller mal enttäuscht werden, aber dann auch zum Guten. Und so ist dieses nächste Monat, also was dieser Neumond so deutet, der neue Mondzyklus so deutet, ein sehr durchwachsenes Monat, aber auch mit unglaublichen Möglichkeiten und Chancen wieder für dich. Das heißt, nutze diese Zeitenergie, nutze diese Zeit auch wirklich zum Wandel, zur Transformation. 23. Juni, Workshop in Linz, toxische Muster lösen, also ich habe noch Plätze frei, gerne anmelden. Und ansonsten wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute, eine gute, gute Zeit. Halt die Ohren steif und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Reni. Tschüss.